Und herzlich willkommen zurück. Naja, was heißt hier zurück? Herzlich willkommen, heiße ich hier, ihr 93 Stufen mit der ersten Ausgabe von Chaos the Crushers. Jawohl, dieses Spiel hatte ich mir vor langer Zeit mal gekauft, weil ich mit ein paar Freunden den Multiplayer spielen wollte, aber ich habe mir vorgenommen, das ist ein sehr lustiges Spiel. Wir sind ein paar Ritter mit magischen Fähigkeiten und uns wurde ein magischer Kristall geklaut. Ich habe nämlich schon mal die Demo gespielt, daher weiß ich, was die Story ist. Und ich hatte jetzt auch vor, das Spiel zu spielen, also den normalen Story-Modus, halt alleine. Ich bin der einsame blaue Wolf. Oh, ich werde nämlich wieder den Eisretter nehmen. Okay, was muss ich dann nochmal drücken? Lokales Spiel, oder? Essen, so viel es geht. Castle Crushers, Arena. Nein, okay, da müssen wir hin. Alles klar. Halt da, halt irgendwie anstrengende Kämpfe bereit. Alles klar, das Video wird ein bisschen länger. Ich hatte ja gesagt, beim letzten Mal am Ende von Mega Man Rockers wird nichts mit Retro und so kommen. Alles klar. Ist alles von vorne gut. Der eisige Ritter, das wird mein Charakter sein. Ich mag die Farbe blau. Ich mag Eiskräfte. Los geht's. Und ich bin bereit. Aber erstmal natürlich die Story. Oh. Da bin ich schon gerade hier hart am Abrocken, aber nein! Er ist im Verzuge! Und ein paar Münzen kriege ich, also ein paar Münzen. Gut, wie macht man nochmal? Da muss ich schauen. Okay, mit A tut man, was haben wir denn hier? Da sehen wir. Ich kann die mehr über Tierkugeln erzählen. Du meinst mir? Okay, dann erzähl mal, Schnuckerputz. Tierkugeln bieten verschiedene Bonus und Verbesserungen. Jedes Mal, wenn sie weiterreden soll, erhebe ich meine Klinge. Red weiter, oder der Kopf fliegt, Mädchen. Ich schaue auch ein bisschen böse. Ich bin doch ganz lieb. Wenn du dich mit deiner Tierkugel anfreundest, werden sie dir loyal folgen. Alles klar, halt, du Klappe jetzt. Okay, was mit dir? Hey, hast du vergessen, wie man Gegenstände benutzt? Hier, nimm diesen Heiltrank. Drück den rechten oder linken Bump, um dein Inventar einmal auszublenden. Drücke B, um den Gegenstand zu benutzen, den du ausgewählt hast. Alles klar. Ah gut, ich habe einen Heiltrank. Wunderbar. Ich kann dir sagen, wie du deine Energie benutzt. Alles klar, mach das, Mädchen. Schöne Frau. Sehr schöne Frau. Oh la la, heute noch was vor, ne? Gedrückt halten RT, okay, das ist die Taste, um deine Magie zu aktivieren. Drücke RT und Y für einen Spritzangriff. Also Spritzangriffe? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Mehr magische Fähigkeiten werden verfügbar sein, wenn du deine magischen Fähigkeiten erhöhst. Alles klar, füge mehr Fähigkeitspunkte zur Magie zu. Ach stimmt, man kann ja seinen Charakter designen, je nachdem, ob der mehr Gesundheit, mehr Angriff, mehr Verteidigung, mehr Geschwindigkeit, mehr Magie haben soll. Alles klar. Magie ist die verheerendste Fähigkeit, die du erwerben kannst, wenn du sie trainierst. Also klar. Ich kann dir die Grundlagen des Kämpfens beibringen. Drücke X für einen leichten Angriff, der ist schnell. Und drücke Y für einen schweren Angriff. Und drücke A, um zu springen. Gedrückt halten LT, um die Wiesen zu blocken. Jawohl, so ist schön. Wechsel deinen Angriff ab und verschiedene Kombos auslöschen. Alles klar. Habe ich irgendwie Combo-Videos? Keine Sorge. Okay, das war das Tutorial. Guten Tag, alle Mann. Guten Tag, vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich werde vielleicht nicht mehr zurückkommen. Aber bitte, haltet meinen Platz warm. Und jetzt stürzen Sie sich alle darauf. Sie haben mein Nachtlicht geklaut! Hinterher! Ja, mein König. Und wenn es mein Leben kostet, das eine, ich werde den Stein zurückbringen. Mein Nachtlicht! Okay, Nachtlicht. Okay, das sind die Bösen. Hoppala! Verdammt! Komm mal her! Ach so, das ist der Spritzangriff. Alles klar. Zack! Kapusche hier! Spüret meine Klingen um eurem Hals! Oh, heiße Hobo! Ach, verdammt! Hat deine Mutter dir nicht beigebracht, dass man Leute nicht in den Rücken schießt? Du lebst doch. Watchak. Warte, ich kann doch irgendwie. Mal sehen, in welche Richtung muss ich jetzt? Ich gehe mal nach links. Hey, Kumpel. Hey, ich rede mit dir. Ach, dann halt nicht der ungehobene Klotz hier. Aha. Achso, ist es. Na, komm her. Zack. Meister. Das ist so wie das Gesicht, weiß ich. Komm schon, komm her. Irgendwie muss ich dir noch in die Luft befördern, Alter. Ah, verdammt. Hey. Lässt du das wohl sein? Hallo. Lässt du das wohl sein?
Da kann man schön den Frust auslassen. Jetzt. Ach, ich kann die auch werfen. Achso, wenn die am Boden liegen, dann kann ich sie schmeißen und wie eine. Kann ich sie einfach nehmen und schmeißen. Oh mein Gott, und die eine wird auf dem Gesicht. Wird auf dem Gesicht hin fortgezogen hier. Oh. Das waren wohl Wikinger. Also, ich habe schon mal Prinzessinnen gesehen und ich glaube, diese großen Augen sind irgendwie anatomisch nicht korrekt. Hey, hörst du auf hier? Ich lasse mal meine Klinge für mich sprechen. Ich bin eiskalt zu meinen Feinden und ein Liebhaber im Bett. Warum? Ah, verdammt, nicht erwischt. Nein, nicht Ritter Nummer 38. Das war mein Vetter. Hier, Mieslinge! Und du hängst fest, was? Komm her. Na. Money, 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 das soll mein. Money, 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 das soll sein. Money, money, immer in die Tasche rein. Achtung, Gefahr im Verzug. Babum. Aha. Jawohl, richtig so. So. Wisst ihr was? Schon als kleiner Junge habe ich mit meiner Ritze hier die bösen Meerschweinchen erledigt, die mir immer meine Kekse verknabbern wollten. Oh, Hähnchen. Lass die Bananen. Ich hasse Bananen. Bananen sind die gelben Früchte des Verderbens. Aber Hähnchen dagegen. Neue Kombo. Ah, ah. Ah, okay, so kann ich. Oh mein Gott, David Schreit. Ich muss mit dem Mund ausspielen. Ich hatte Bananen im Mund. Oh, heil, so Homo. Und dieser Ladenbesitzer scheint auch sehr begeistert zu sein. Achso, ich kann. Ja, ich kriegst du auch mal die Flasche zu Schobo. Ich stell sie ja schon weg. Guten Tag. Pass auf, ich habe gerade den Boden gewischt. An deiner Stelle würde ich ihn nochmal wischen. Okay, kann ich. Ah, okay, ich habe. Verdammt, ich habe nur 32. Die Waffe kann ich mir nicht kaufen. Schade, schade. Vielleicht komme ich nochmal zurück. Behalten Sie das Schwert bitte für mich. Reservieren auf Jobu. Das. Ah, okay. Also, was will ich nehmen? Du hast nicht alle deine Fähigkeiten. Bist du sicher, dass du weitermachen willst? Zurück. Okay, ich habe 2. Dann nehme ich erstmal ein bisschen mehr Stärke. Weiter geht's. Gut, das ist der Schmied. Da können wir uns, soweit ich weiß, noch unsere ganzen Waffen, die wir gesammelt haben. Na du. Sag schön. Gut, hier können wir nämlich unsere Waffen auswechseln, die wir können verschiedene Waffen kaufen und wir können entscheiden, welche wir haben wollen. Im Moment sind die alle gleich. Mal sehen, welche würde denn am besten zu mir passen. Das schwarze Schwert? Nein, diese Art Keule. Ulala, was ist das denn, mein Lieber? Hehe, eine schöne Axt. Can I ask a question, my friend? Also ich hoffe. Jep, hier ist der Hinterausgang. Alles klar, ich wollte nur sicher gehen. Ja. Ah gut, so kann ich also. Jep. So kann ich also meine Luftkombo wahrscheinlich irgendwann starten. Also von außen sah der Frosch nicht so lang aus. Oder ich bin geschrumpft. Das kann auch natürlich sehr gut sein. Normal sollte man ja in keine Frosche reingehen. Entschuldigung, ich hatte die Füße nicht abgewischt und deshalb der komische Geschmack. Obala, was haben wir denn da? Ein goldener Kompass! Ui, der wird verkauft. Der gibt sich ja sehr viel Money. Und hier werden, glaube ich, die Tierkugeln behalten. Ich drücke gerade nix und der läuft trotzdem weiter. Also, die halten mich. Habe ich vielleicht ein Tierchen? Hallo? Jojo möchte sein Tier abholen. Ja, ich denke mal, da sind keine Tiere da. Ich bin doch ein Tierfreund. Ich muss mir ein Haustier zulegen. Irgendeins, was mit mir durch dick und dünn geht. Und durch Schmerz. Und Leid. Und Freuden und Spaß. Man kann sein Tier wegschmeißen. Ach komm, die kann man doch recyceln hier. Aus dem Hund macht man einfach den klippenden Schwanz an, ein paar Schnurrbarthaare und dann. Ta-ta-ta-ta, haben wir eine Katze. Wie komme ich hier denn wieder raus? Nein, das will ich nicht nehmen. Wie komme ich hier raus? Nach links? Also, okay. Gut, da haben wir die Arena. Hier können wir wahrscheinlich Punkte machen. Bergfried. Okay, das ist der nächste Level. Der Barbarenkrieg. Statistiken. Okay, das ist alles, was wir haben. Gut. Moment. Okay, ich kann also die ganze Zeit speichern. Das ist ja wunderbar. Gut, zurück zum Heimatschluss. Barbarenkrieg. Los geht's! Hauen wir den Barbaren in den Hintern. Boom.
Haha. Jawohl, so macht man das. Luftkombos, wir alle Mann. Meine Freunde, wir kämpfen zusammen. Für Ruhm und Ehre. Und für die heißen Prinzessinnen. Und natürlich für Geld, Geld, Geld. Aha. Na warte. Ich mal auf Eisch gelegt hier. Warum? Was ist das denn? Na, wie schmeckt's? Wie schmeckt's? Könnt gern Nachschlag haben. Und schmeißen. Wie wär's mal mit einer kleinen Runde Baseball? Hey! Komm mir nicht zu nah, Freundchen. Komm mir nicht zu nah! Entschuldigung. Kumpel, kannst du das bitte mal lassen? Haha! So! Ulala! Besuch mich für Waffeninfos. Ulala, eine neue Waffe! Haha! Jetzt habe ich wirklich eine Axt. Alles klar! Immer mehr Waffen, Waffen, Messer ist besser. Waffen, die sind bis zum Lachen. Ist. Hörst du mir endlich mehr auf, mein Rücken? Ich weiß, er ist ein schöner Rücken, kann entzücken. Oh, die macht gut kritischen Schaden hier. Und da fliegen die Köpfe. Kirschen. Zuckersüß. Habe ich deine Kirsche etwa ploppen lassen? Ja, hat sich für dich genauso gut angefühlt wie für mich. Oh, Money. Alles für mich. Jawohl, das war 5, oder? Komm, steh auf. Ach, das ist doch, du bist langweilig. Komm schon. Tut doch mal ein bisschen mehr Dampf unter eure Angriffe legen. Du Bandit. Lass die Leichen liegen. Verdammt. Okay, ich nehme mal den Heiltrank. Habe ich schon genommen. Alles klar. Babum. So. Ihr meint, ihr seid stärker, weil ihr in der Mehrzahl seid. Qualität über Quantität. Meine Freunde. Aha. Und... auf Eis gelegt. Jawohl, so geht's. Ich werde der stärkste der Ritter sein. Die Ritter der Tafel unter lecker Apfel? Die werden bloß dagegen ausschauen. Ja, verdammt. Okay, verteidigen. Und im rechten Angriff. Aha, hast du wohl gedacht? Ich lerne. Jumpfuß lernfähig, auch im Kampf. Na komm, warte. Ah, komm schon, immer von hinten hier. Wow! Mutti! Luft! Kombo! Aha! Zack, 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 achso, ich kann auch auf Gegner stampfen. Achso. Wahrscheinlich X ist greifen. Kannst du das bitte mal lassen? Ah, okay. X ist wahrscheinlich werfen und Y ist das Stampfen. Soll ich euch alleine sagen? Oder soll ich euch vielleicht ein. Bleibst du wohl? Oder soll ich euch ein Zimmer mieten? Lass bloß die beiden Tutetaum in Ruhe. Die sind im Honeymoon. Die soll man nicht. Lasst mir die Bananen aus dem Mund. Aha. Okay. Ja, wer will? Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Du, auf dich passe ich auf. Aha. Aha. Gut. Einfach verteidigen. Angriff, Verteidigung. Angriff ist nicht immer die beste Verteidigung. Oh, Edelstein! Meiner. Babum. So ist richtig. Nein, Münze. Kann ich vielleicht mitmachen? Ich bin alleine. Einsamer Wolf. Naja. Alles klar, die Demo ging bis zu dem Kampf gegen den riesigen Barbaren. Und mal sehen, ob ich es diesmal schaffe. Vorsicht. Hilfe! Aha! Verdammt! Bomben kann ich wahrscheinlich nicht abwehren. Aber vielleicht kann ich sie selbst treffen lassen. Du wütender Bock, du! Heißer Ofen! Aha, ich kann sie doch treffen lassen. Jawohl! Na komm! Jetzt komm her! Hoppala! Dankeschön, dass du den Schlag entgegengenommen hast. Aua! Leider bin ich nicht vor ihr fest. Und weg. Haha. Und angreifen. Wie laufen. Und weg. Wie lange denn in der Luft bleiben kann, der ist ein Federgewicht. Birne. Yummy. In my tummy. Ja, na komm, ne? Ach komm. Komm her. Kommt hier. Vorsicht und weg.
An deiner Stelle will ich nicht da stehen bleiben. Warum? Und weg. Und noch ein paar Schläge dann gibt's hier. Dann hört ihr das Schwein dann immer. Verdammt, das war mein Schwein. Baboom! Jawohl, richtig so. Okay, wer lebt noch? Niemand. Alle sind tot, alle sind erledigt. Ich brauche mehr Kombos, das sind ein bisschen langweilig für den Moment. Verteidigen, verteidigen, verteidigen und Angriff. Gelb, da fliegt der Kopf. Nicht den Kopf verlieren, Alterchen. Hehe. Und bin ich etwa zu cool für euch? Hm, ne? Darf ich vielleicht mitmischen? Hey. Wow, wow, wow. Diesen Move musst du mir lernen. Außer ich töte dich. Naja, er hätte es mir irgendwie aufschreiben können, aber nee, nee, nee. Dem Feind wird ja nichts beigebracht. Ich will die Prinzessin erobern. Und das ist auch der Vorteil, wenn man jetzt zu zweit spielen würde, müsste man sich um die Prinzessin, die man am Schluss eines Levels befreien kann, streiten. Wie kriege ich sie natürlich alle auf? Einfach so. Muss ich mich nicht streiten. Oh yeah. Oh, Münze. Dankeschön. Da kann ich mir schön was kaufen. Leise. Schöne Träume, ihr Prinzen. Ich tue ich nicht. Also, ich muss euch wehtun. Tut mir leid, das Spiel willst du von mir. Hä? Nichts. Am besten jeden genau, ich tue ich in die. Ah. Entschuldigung, habe ich dich geweckt? Au, oh, verdammt. Boom. Yes. Du gehörst eingefroren in den ins Tiefkühlfach. Barbaren-Snack. Verdammte Kiste. Komm mal her. So, critical. Das ist eigentlich alles, was das Spiel hat, aber das ist halt wirklich auch der erste Level. Die anderen, die wären noch interessant. Es wird noch abwechslungsreich. Wie nehme ich dich? Kirschen. Mm. Jawohl. So. Boom. Neue Kombo. Sprint. Wie mache ich Sprint? Wie mache ich Sprint? Wie mache ich Sprint? Zweimal drücken? Hm, Moment. Wie lau... So laufe ich und... Moment. Hilfe und Option. So wird gespielt. Kombos. Ach, da sind meine Kombos. Okay. Ach, Uppercut, so macht man das. Okay. Die ist ja interessant. Okay. Tierkugeln, die Arena. Gold und Gegenstände, alle meine Level erreichen. Ja, die Frage ist nur, wie sprinte ich? Ah, so mache ich den Uppercut. Alles klar. Das wusste ich nicht. Jetzt weiß ich Bescheid. Klopf, klopf, der Turbo ist da. Ich steige immer höher. Interessant. Jo. Ah, so machen wir es. Ach, und drücken. Und einfach sprinten, sprinten und zack. Babum. Sprinten, sprinten, sprinten und babim. Hey. Davon rede ich. Yeah. Das ist schon interessanter. Sprinten, sprinten, sprinten und kaputt. Sprinten, sprinten, sprinten und hier kommt der Stier. Yeah. Aha. Yes, davon rede ich. Das sind mal schöne Kombos. Jetzt macht es auch wieder mehr Spaß. Gut, diesen Level mache ich noch und dann... Alles klar, wen möchte ich haben von den Prinzessinnen? Hm. Da hat wohl jemand keine Manieren. Na gut, er hat geklopft. Na, warte. Hey, und ich bin weg. Hey, hey. Verdammt. Ah. Wie treffe ich dich? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nicht in die Stachelwand. Nagelwand. Oh, verdammt. Und, hoppala. Treff doch nicht deinen Bruder. Deinen Bruder, hoppala. Da weiß ich nicht, wie treffe ich ihn, wann trifft er mich nicht. Und ich bin weg. Haha. Nein, die werden weggetragen. Lass die da, das sind meine Damen. Yeah, also die Angst. Opala, das war ein Volltreffer. Yeah. Hey, geht mal aus dem Bild.
Diese Waffe kann wohl mehr kritische Treffer ausrichten. Ich bin weg. Uppala. Danke für den schweres Schieben und Sprintangriff. Na, wartet. Gleich bist du Birne für mich. Gleich bist du Geschichte, mein Freund. Je größer sie sind, desto tiefer fallen sie. Yeah! Und jetzt gibt's Money! Money, 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 Money. Yes, yes, Money, alles meins. Ah, ja, los, los, her damit. Alles in die Tasche rein. Bevor es weg ist, bevor es schlecht wird. Yes! Die Rothaarige, los! Na, Schätzchen? Die Blonden, das stimmt, was man von Blonden sagt. Sie stecken einem tief die Zunge in den Hals. Soll jetzt nicht sexistisch werden, tut mir leid. Neuer Charakter freigeschaltet, ihr Grauritter. Mein fetter Dritter 38, alles klar. Gut, dann mache ich mal... Mache ich hier mal... Achso, ich kann auch hier, ich kann alles auswählen. Und die Verteidigung ein bisschen mehr. Gut, und weiter. Meine Damen und Herren, das war der erste Part von Castle Crashers. Ich hoffe, Ihnen gefällt das Spiel. Ist ein kleines, lustiges Spiel. Es ist halt wirklich so einfach ein Hack'n'Slag, Hack'n'Slash. Man haut einfach auf die Gegner drauf, sammelt alles ein, was man findet. Und dieses Ritterthema, das gefällt mir gut. Ich bin leichter Fan von Rittern, kleiner Fan, ja. Halt für Ruhm und Ehre und natürlich die schönen Frauen kämpfen. Wer kann da schon Nein sagen? Also, ihr 93 Turbo, wir sehen uns dann bei der Fortsetzung wieder. Bis dann sage ich, I love to entertain you. Tschüss and goodbye.